Also dran denken, Kultur schlägt Kompetenz. Viel Spaß beim nächsten Vorstellungsgespräch. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Benas Business Beratung. Wir sprechen hier über die Themen Coaching und Werteermittlung im Unternehmen, Aufbau einer starken Arbeitgebermarke, aber vor allen Dingen auch über unsere Erfahrung aus fast 20 Jahren Selbstständigkeit in der Gastro- und Eventbranche. Wir freuen uns riesig, dass du hier bist und falls du noch mehr über uns kennenlernen möchtest, gerne unter www.benas-beratung.de. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß und sehr viel wertvollen Input. Definitiv eine gute Frage. Also was meine größte Empfehlung für Vor- und Einstellungsgespräche ist, ja, ich habe mit der Zeit so einen Leitsatz entwickelt und der heißt, Kultur schlägt Kompetenz. Was das heißt, dass es viel, viel wichtiger ist, darauf zu achten, wer vor einem sitzt, als das, was er mitbringt, also an Lebenslauf, Zeugnissen und so weiter. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es von immenser Bedeutung ist, zu schauen, ob die Werte und die Prinzipien des Bewerbers auch mit den Werten und Prinzipien des Unternehmens übereinstimmen. Und da ganz im Speziellen sogar runtergebrochen, ob die Werte und die Prinzipien auch auf die ausgeschriebene Stelle übereinstimmen. Denn, naja, ich bringe immer so dieses Beispiel des Controllers, der dann irgendwie sich auf die Stelle in einem Hotel bewirbt im Service. Und der Controller für sich hat vielleicht die Prinzipien und Grundwerte der Correctness, ne, dass alles sehr genau sein muss, Gewissenhaftigkeit, auch eine gewisse Introvertiertheit. Das sind ja so sehr typische Grundprinzipien eines Controllers. Naja, und was wird von der Stelle im Service erwartet? Im Grunde genommen, ja, da fast das Gegenteil. Ne? Man muss extrovertiert sein, man muss offen auf die Gäste zugehen können, man muss ein Verkaufstalent haben und naja, auch mal fünfe gerade sein lassen, denn wenn was schief läuft, dann kommt doch mal ganz schnell noch der Espresso oder der Schnaps aufs Haus. Und da merkt man plötzlich, wie wichtig das ist, sich damit auseinanderzusetzen, wer denn wirklich vor einem sitzt, weil er kann ja in Top-Häusern gearbeitet haben, aber irgendwo die Prinzipien und die Grundwerte zeigen dem Unternehmer und der Führungskraft, wer da eigentlich vor einem sitzt. Und heutzutage ist es ja eh relativ einfach geworden, denn man kann ja diese Tests, unter anderem auch bei der Benas Business Beratung, man kann sie aber auch online machen. Und ich empfehle mittlerweile auch vielen Unternehmern, die ich berate, wirklich zu diesen Tests, gerade in Bezug auf Schlüsselstellen. Weil da ist natürlich eine Fehlbesetzung, also als Führungskraft, noch mal viel, viel fataler. Denn eine Führungskraft, die nicht auf die Position passt, ist toxisch und kann so große Schäden in dem Gesamtteam verursachen, dass die dann nachher fast irreparabel sind. Weil natürlich das Team einmal dem Unternehmer vertraut, dass er schon die richtigen Entscheidungen trifft. Wenn der Unternehmer aber jetzt die falsche Führungsperson auf die falsche Position setzt, wird auch dieses Vertrauen nachhaltig zerstört. Investiert da ruhig mal ein wenig Geld und macht diese Tests, macht sie auch einfach mal bei euch selbst. Es ist wahnsinnig interessant und spannend, auch da über sich ein bisschen was rauszufinden. Und sie werden euch sicherlich, wird es bei der Auswahl des Bewerbers dann wahnsinnig helfen. Und ich höre natürlich schon häufig dann den Einwand, ja, du bist lustig und ich bin überhaupt froh, wenn ich mal irgendwie zwei Hände bekomme. Und da kann ich jetzt noch nicht auf diesen ganzen Werte und Prinzipien Dings da Bums irgendwie Rücksicht nehmen. Und naja, da bringe ich halt immer wieder das Argument der Führungskraft und die Auswirkung aufs Team. Was bringt mir das, einen Mitarbeiter einzustellen, wo ich eigentlich schon mit 99%iger Sicherheit sagen kann, dass der auf dieser Position einfach eine Fehlbesetzung ist, ja? Und dieses, naja, okay, der wird dann schon irgendwie mit durchlaufen, ist in meinen Augen halt eine fatale Entscheidung, weil, naja, ein faules Ei im Nest kann halt auch das gesamte Nest zerstören. Und das ist wirklich meine Erfahrung aus den 25 Jahren Führungskräftetätigkeit. Da muss so drauf geachtet werden, ja, dass wirklich der Richtige auf der richtigen Position ist. Daher habt Mut, auch mal nach Werten und Prinzipien zu fragen, auch wirklich darauf zu achten, welcher Mensch sitzt vor einem. Legt die Bewerbungsmappe mal schön zur Seite und horcht genau zu. Und gerade wenn man Schlüsselpositionen besetzt, dann ladet den Bewerber doch einfach mal zum Mittagessen ein. Und
vielleicht sogar auch noch seinen Partner oder Partnerin. Und was dieses Gespräch in einer Essensatmosphäre alles so zeigt, über die auch gegenseitige Sympathie, ob das passt, ist wirklich bemerkenswert. Also dran denken, Kultur schlägt Kompetenz. Viel Spaß beim nächsten Vorstellungsgespräch. Wenn du nun wissen möchtest, ob und wie wir dir bei deinen Themen helfen können, vereinbar doch einfach ein kostenloses Erstgespräch mit uns unter www.benas-beratung.de.